Landunter in der berühmten Lagunenstadt. Die Menschen in Venedig wissen aus Erfahrung, dass starke Winde und das legendäre Aqua Alta zum November dazugehören. Das schlimmste Hochwasser mit Pegeln von bis zu 2 Metern und starken Winden, die selbst die Ziegel des Markusdoms herunterfegten, suchte die norditalienische Stadt im November 2019 heim. Le condizioni continuano a peggiorare, non a migliorare. Die Wetterbedingungen verschlechtern sich seitdem. In den Novembermonaten können wir mit Sicherheit sagen, dass Überschwemmungen nicht mehr nur gelegentlich vorkommen, sondern sich jeden Tag ereignen. Selbst im gewöhnlich ruhigen August stand der tiefgelegene Markusplatz bereits 4 bis 5 Mal unter Wasser. Für viele ein Zeichen für den fortschreitenden Klimawandel. Das Hochwasser ist ein Phänomen, das immer häufiger auftritt. Es behindert den Handel. Die Stadt lebt von seinen Einnahmen aus dem Handwerk und vom Tourismus. Kommen keine Reisende mehr, stirbt Venedig. Um das Hochwasser zu bekämpfen, hat Venedig ein bewegliches System mit Unterwasserbarrikaden namens Mose eingerichtet. Ein Projekt, das bis zu 6 Milliarden Euro kostete. Mose kommt bereits bei sehr hohem Hochwasser zum Einsatz, befindet sich aber noch in der Testphase.